mein lieber Zwilling, und herzlich willkommen hier zur Sommersonnenwende oder besser gesagt zum Special Reading für deine Sommersonnenwende. Mein Name ist Sirut Sabine und am 21.06. um den 21.06. herum feiern wir die Sommersonnenwende, den längsten Tag und die kürzeste Nacht. Es geht um deine Ausstrahlung, es geht um das Element Feuer und es geht um deinen Sprung über das Feuer oder durch das Feuer hindurch. Ich möchte jetzt gerne mit dir darauf schauen, was in der Vergangenheit liegt, was in der Vergangenheit zurückbleiben darf und was durch deinen Sprung übers Feuer in dir aktiviert werden darf oder auch in deinem Leben. Eine spannende Zeit, eine spannende Phase, und wir schauen mal direkt, wie sich das Ganze gestalten möchte. Ich möchte jetzt hier zwei Karten für die Vergangenheit und dann zwei Karten für deinen Sprung durch das Feuer, also für die Zukunft. Und dann schauen wir uns das Ganze an und schauen auch noch mal tiefer in die Energie hinein. Nimm dir bitte nur das mit, lieber Zwilling, was dir wirklich, wirklich dient. Und ja, öffne dich für die Magie dieser Sommersonnenwende. So, für Zwilling, was liegt hier in der Vergangenheit? Oder besser gesagt, was darf hier zurückbleiben? Für Zwilling, die Sommersonnenwende. Was darf hier zurückbleiben? Eine Karte möchte ich bitte noch. Und dann schauen wir uns auch noch an, was sich erneuern möchte. Die Karten springen ein bisschen ungewöhnlich. Das finde ich spannend. Vielleicht hast du auch einen, ja, spektakulären Sprung übers Feuer vor dir. So, meine Lieben, wir schauen uns zu Beginn die Unterseite des Stapels an, das, was im Verborgenen liegt, was unter der Oberfläche liegt. Wir haben den Pagen des Feuers, den Pagen der Stäbe, der hier für Neuanfang steht, für ein mutiges Voranschreiten, für ein Abenteuer, explizit vielleicht sogar auch für den Sprung durchs Feuer. Wir wissen es noch nicht genau, wir schauen uns das jetzt mal, ja, gemeinsam an. Und wir schauen mal zu Beginn auf das, was hier in der Vergangenheit liegt, was zurückbleiben darf. Die zwei der Luft, das ist, ja, die zwei Schwerter sind das. Das ist der Zweifel, das ist die Unsicherheit. Vielleicht geht es hier darum, eine mutige Entscheidung zu treffen. Vielleicht überlegst du gerade noch, ob du dich wirklich trauen sollst, über dieses Feuer zu springen. Und wir haben, die haben wir schon gesehen hier, den König der Schwerter, den König der Luft, sehr klar im Verstand, sehr rational, aber vielleicht auch ein Mensch, der distanziert ist, der eher kühl wirkt, der ja, aber dennoch auch irgendwo klare Entscheidungen treffen kann. Was hier so ein bisschen vielleicht auch abhanden gekommen ist, ist das Gefühl. Also wir haben zweimal hier Schwertkarten, sehr verstandesorientiert, und mit dem Pagen des Feuers, mit diesem Sprung, habe ich so das Gefühl, dass da mehr Leidenschaft auftauchen darf. Die sechs Münzen zu den zwei Schwertern. Vielleicht zweifelst du aber auch an deinem Selbstwertgefühl, an deinem, ja, an deinem Wert. Vielleicht zweifelst du an, ja, an Geben und Empfangen. Hier darf Ausgleich geschaffen werden. Auch hier haben wir diese zwei, Geben, Empfangen. Wie ist da das Gleichgewicht? Wie war da bisher vielleicht ein Ungleichgewicht? Oh! Und
Mit den drei Kelchen haben wir hier zum König der Luft auf der einen Seite, ja, schon die Freude, die Leichtigkeit, das Feiern, das Erntedankfest, aber vom Gefühl her auch, gerade mit dem König der Luft, gerade mit dieser Distanziertheit, das Gefühl, nicht gesehen zu werden, das Gefühl, das fünfte Rad am Wagen zu sein oder der dritte Aspekt in einer Zweiergeschichte. Vielleicht darf genau das zurückbleiben. Vielleicht darfst du dich wirklich hier ganz, ganz klar für dich entscheiden. Der Page des Feuers sagt, es geht hier darum, eine neue Reise zu beginnen. Ein neues Abenteuer vielleicht. Vielleicht aber auch eine neue Intention für dich und dein Leben zu setzen. Worauf richtest du deinen Fokus? Distanziertheit, Kühle, Kalkül, klare Gedanken, nichts dagegen. Aber wo ist hier das Herz? Und du springst über dein Feuer und lässt zurück und du steigst aus. Die 20, Call. Das Gericht, die Auferstehung, das Erblühen, raus aus alten Mustern, raus aus alten Strukturen, aus alten Vorgaben, Bewusstwerdung, eine ganz klare neue Ausrichtung. Was haben wir hier? Wirklich. Ja, ich glaube, dass dir zur Sommersonnenwende hier etwas in der Tiefe bewusst wird und dass du da wirklich für dich neue Wege gehst. Ja, es ist noch ungewohnt, aber dennoch gehst du neue Wege. Und dennoch sagst du, ich versuche es, ja, gebe mich diesen neuen Energien hin. Ich finde eine neue Balance in mir, gerade wenn es hier vielleicht um das Zurückstellen deines Lichtes gegangen ist in der Vergangenheit, wo du wirklich an dir und deinem Wert gezweifelt hast. Hier erkennst du, dass du wahrhaftig zu dir stehen kannst. Dass du für dich hier ein solides, stabiles Fundament errichten kannst mit den vier der Erde. Welches sind deine vier Grundfeste in deinem Leben? Was gibt dir Halt? Was gibt dir Stabilität? Was weckt deine Leidenschaft? Der Page des Feuers sagt, schau auf die Chancen, auf die Möglichkeiten, die sich dir hier bieten. Schau auf das, was hier möglich ist, auf neue Wege, auf neue Richtungen. Du musst hier nichts mehr von dir zurückhalten oder dein Licht dimmen. Du darfst sogar auch deine Lebendigkeit mehr zum Ausdruck bringen. Also nutze diese Freude, die sich in der Vergangenheit vielleicht schon ein bisschen geöffnet hat. Wage den Sprung über das Feuer und lande hier komplett in dir selbst, ganz neu, in einem neuen Bewusstsein, in einer neuen Ausrichtung auch. Und der Ritter der Stäbe, das ist quasi die Weiterentwicklung des Pagen der Stäbe, der dich hier inspiriert, Neues auszuprobieren. Neue Gelegenheiten zu nutzen, kreativ dich zum Ausdruck zu bringen und wirklich hinzuschauen, was ist da dein Fundament? Du springst sozusagen in ein neues Bewusstsein, in ein neues inneres Fundament, eine neue Stabilität, auch wenn dieser Sprung im ersten Moment vielleicht sehr viel von dir verlangt. Zwei der Schwerter, zwei der Münzen. Es ist immer noch so ein bisschen ein Abwägen, ein Hin- und Her-Switchen vielleicht auch. Doch
das Thema der Bewusstheit, der Klarheit verstärkt sich in dir und du erkennst ein neues Fundament für dich. So, wir holen uns mal hier noch eine Zusatzbotschaft. Worum geht es hier für Zwilling zur Sommersonnenwende? Eine Zusatzbotschaft bitte hier für Zwilling. Was liegt hier in der Tiefe verborgen? Was darf hier noch mal mehr erkannt werden? Ja, super genial. Die Macht der Fantasie. Diese Karte heißt im englischen Original Imagine. Imagination. Also kreiere wirklich aus deiner Seele heraus, aus diesem erwachten Selbst heraus, was möchtest du für dich aktivieren? Welche Wege darfst du gehen? Welche Wege erlaubst du dir zu gehen? Und was wird hier dein stabiles Fundament sein, was du wirklich auch leidenschaftlich, kreativ zum Ausdruck bringst? Es ist ein Sprung in deine Lebendigkeit, so wie ich das hier wahrnehme. Also du stellst dein Licht nicht mehr zurück, du gibst deinem Licht einen neuen Ausdruck und du kreierst sozusagen deine Welt komplett neu mit der Macht der Fantasie, mit der Kraft der Imagination. Du kreierst hier die vier Münzen. Du kreierst hier ein neues Fundament für dich und öffnest somit einen sehr kraftvollen Raum für all das, was hier als Same gelegt ist, in dieses Feuer hinein, in diesen kreativen Ausdruck hinein. Und in diesem Sinn, lieber Zwilling, ja, gibt es hier einen kraftvollen Energieschub für dich, der dich wirklich deinen Wert, dein Licht erkennen lässt und der dich hier auch ein Stück weit auf eine neue Reise vorbereitet. Und ich glaube, es wird eine Reise zu dir selbst, vielleicht sogar das größte Abenteuer deines Lebens, in dem du dir selbst begegnest. Ja, meine lieben Zwillinge, so lasse ich das hier stehen. Ich wünsche dir eine kraftvolle Sommersonnenwende. Nutze die Kraft, die in dir liegt, steige aus den alten Mustern und kreiere dir voller Freude ein solides, stabiles Fundament in dir selbst. Alles, alles Liebe zu dir.